Dein Intro geht Hallihallo, mir am ich bin Sack. Sidio, der Knosti, und heute mit einer Deutschland-Premiere, nämlich einem Triple Live Commentary am PC zu viert. Ja, Stimmt, das ist das Arsch. Besondere. Das ist sozusagen die Spät-PC-Lobby hier. Und weil wir nur so wenige sind, haben wir Jung, wir gedacht, sind machen wir einfach mal ein gestorben. Commentary und stellt euch mal nach der Reihenfolge vor und aus welchem Land ihr kommt, denn das ist ja auch wichtig. Ja, ich bin der Tobi, mein YouTube-Account Orbit Let's Play und ich bin der Deutsche im Bunde. Servus Leute, ich bin der Flo, der Gang Games auf YouTube und ich komme aus der Schweiz. Ja, und habt ihr schon gehört, Deutschland, Schweiz und die treuen Abonnenten oder halt weniger so treuen oder die halt den Channel abonniert haben? Denn bei Austrian Project sollte einem das wohl ins Auge springen. Ich komme aus Österreich. Genau. Ja, und Das tut er. der vierte, der eher so unwichtig nebenbei labert, Ja, weil er nicht so wie eben halt. mitspielt, ja, weil er nicht mitspielt, ist der Sefstep. Hallo. Ja. Genau. Ich bin der Sefstep LP. Abonniert mich oder halt nicht. Ja, und wir wollten jetzt eigentlich. Ja, was heißt da? Wir wollten eigentlich nur ein bisschen so ein unnützes Live-Commentary machen. Ich spiele hier gerade nur mit der Pistole, obwohl das ein ziemlicher Fail wird sicher. Ich werde sicher gleich auf die UMP wechseln. Aber ja, mit was spielt ihr denn so? Also ich bin mit der Farmers. Oh Gott. Farmers und mit der PP 2000. Jo. Ich mit der Intervention und ja, als Secondary eines Bass 12 und ein Wurfmesser. Ja, und ich wollte mal sagen, falls ihr uns jetzt nicht gehört habt, irgendwie wegen der Lautstärke, weil ich habe jetzt leiser gedreht, tut's mir leid, aber ja, es ist eine Deutschland-Premiere hier. Ein Triple Live Commentary zu viert, falls ihr das noch nicht gehört habt. Ich kann es nur öfters betonen, steht auch sicher oben ganz, ganz groß in der Überschrift. Was haltet ihr denn davon, von dieser Premiere? Ich finde sie genial, denn ein Boah, Triple Live was? Commentary gibt es wirklich nicht. Irgendwo. Ich bin Erster. Lol. Ein Triple Live Commentary zu viert, muss man schon sagen. Ja, Ah, und ich meine bin ich. Letzter. 0 zu 3, Junge. Genial. Artikel Ich schaue mir gerade die I Like It Montage an. Ja, und das ist ja. Boah. Vierer Killstreak, Main. Scheiße. Alter, wie gehst Was du denn glaubt ab, man? ey? Wie heißt das nochmal, dieses, was man dann irgendwie so wirft, da dieses Airdrop-Dingens, wo man dann Ein Care Package. Ja, genau. So. Aber ich bin ein extremer PC-Noob, wie ihr auch habt ihr vorher gesagt. Gebt Ja, euch nur bei Mühe. COD, nur bei COD. Ach so, okay. Wieso, was zockst du denn sonst noch? Ja, Battlefield. Genau wie ich. Okay, Ja, also auf ich komme eigentlich aus dem COD. Alter. Aufs Gesicht. Junge, 2 zu 6 aus dem COD-Lager. Da kann man auch wieder sagen, Battlefield 3 oder MW3. Ich hoffe beides. Ich nehme mal an, ja, du holst ja beides, du bist unwichtig. Was holst. holst ihr. Also ihr holt euch Battlefield 3, nehme ich mal an, oder? Genau. Ich hole mir Battlefield 3, aber ich würde mir auch MW3 holen, also ich habe jetzt nichts dagegen. Aber ich will mir noch Skyrim holen und dann noch FIFA 12 Skyrim deswegen. ist auch ein Must. Okay, kein Must. Doch, es ist schon ein Must. Doch, Weil es ist Skyrim. auf jeden Fall saugeil gemacht. Geile Grafik. Geile Welt. So was ich jetzt gesehen habe. Und ja, also. Also auf der Gamescom haben sie sich eigentlich schon so drüber gestritten, was wird, was beste Spiel dieses Jahres wird. Entweder Battlefield 3 oder Skyrim waren eigentlich so die Ja, Anwärter. ich glaube auch nicht, dass. Also Modern Warfare 3 wird ja, glaube ich, nicht das beste Spiel werden. Weil Ganz entweder. sicher nicht. Ja. Nein, ich glaube es nicht. Auch wenn wahrscheinlich mir dann MW3 mehr gefällt. Aber ich glaube, die Grafik von Skyrim und Battlefield 3 ist einfach nur endgenial. Ja. Also, das schaut schon beides echt richtig geil aus. Echt richtig geil, ja. Skyrim noch ein Rollenspiel. Ja, das ist ja vor allem für die Fallout New Vegas. Ist so, also für mich ist es dann sowas wie das. Also Fallout und nur halt noch größere Spielwelt und noch geilere Grafik. Noch mehr Möglichkeiten.
Doch schon richtig. Ja, auf jeden Fall. So, nehmen wir mal die Tar. Weil ich kann ohne Finger. Oh, warum habe ich da kein Finger? Bin ich Erster. Ja, warum? Ja, okay. Okay, ich bin eh Dritter. Letzter kann ich nicht verstehen, aber Erster könnte ich bei mir auch nicht verstehen. So. Gott. Obwohl ich vorher manchmal urgut war. Aber bei der Aufnahme bin ich immer schlecht. Ist normal. Das macht mich so nervös. Wofür Effekt? Das heißt, wenn ich gar nichts mitbekommen würde, dass ich aufnehme, sozusagen einen verkehrten psychologischen Effekt landen würde, dann würde ich doch psychologisch gesehen ziemlich gut spielen, oder? Genau. Also zu viel psychologisch in einem Satz. Ja. Jetzt psychologisch auf so hohem Niveau. Ja, das verstehen dann die meisten Leute nicht, die auf YouTube herum sind. Nein, Spaß. Jetzt bekomme ich wieder 1000 D-Abos wegen der Scheiße. Ja, toll. Jetzt aber schnell. Ja, ich schon aus, oder wie? Wir haben verloren, juhu. Und ich bin Zweiter. Ich bin Erster, ja. Wie konnte ich Dritter werden, ey? Kriegen wir noch ein Spiel dran, oder lassen wir es dabei? Noch ein Spiel dran, oder? Noch ein ja. Spiel, ja. Weil der Unknown Player hier mit Level 1, der hat schon drauf. Genau. Voll der Pro. Yes. Ja, und jetzt machen wir halt mal eine Absturz. Spaß mit Red Dog sein. Red. Was auch immer das bringt. Ein Red Dog sein. So. Seid ihr noch dabei, oder? Ja. Hier seht ihr. Orbit Arschloch. Also Orbit Arsch. Ja. Ist hier Deutscher. Ich. Da ein Gamer, da ist der Schweizer. So. Jetzt. Ich bin nicht der auch mit dem niedrigsten Level. Jetzt schon. Nee. Nein, noch nicht. Der Pavil. Ja, toll. Aber ich werde das Spiel auch betrunken, deswegen. So. Ich bin rausgeflogen. Danke. Nein, du bist nicht rausgeflogen. Okay. Das heißt, wir beenden das hier mal, die Aufnahme. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Knosti, und jetzt darf noch jeder von euch drei was sagen. Beginnen wir mit dem Selbstdev, damit der nicht das letzte Wort hat. Weil sonst zieh ich das wieder so in die Länge. Tschüss, und das war jetzt Absicht. Ciao Leute. Und jetzt noch ja, die ciao, anderen. Leute. Flo? Ja. Ja, wer jetzt? Immer diese Unkoordiniertheit. Dann sag ich einfach noch was, ja. Oh, ja, was soll man noch groß sagen? Tschö. Und der letzte. Ja, ciao Leute, es hat mir viel Spaß gemacht, hier mitzukommentieren und mitzuspielen. Mir auch. Würde ich gerne nochmal machen. Ja, können wir gerne nochmal wiederholen. Okay, ciao Leute.